Schülersprecher bin. Was fände ich cool, wenn ich das Amt übernehmen würde? Beziehungsweise was sind meine Ziele? Mein erstes Ziel ist halt, dass Schul- und Buszeiten besser aneinander angeglichen werden, weil es manchmal für Buskinder extrem knapp ist, den Bus zu bekommen. Als zweites würde ich die Schule noch mehr in die Öffentlichkeit bringen, als sie jetzt schon steht. Zum Beispiel, indem wir Merch einführen, wie zum Beispiel Handyhüllen oder Portemonnaies oder was auch immer. Und ja, als drittes würde ich Sachen einführen, die mehr Kreativität bringen, also dass kreative Kinder einfach mehr gefördert werden. Wenn SchülerInnen halt ziemlich kreativ sind, können die dann zum Beispiel bei Sachen wie dem Merch, können die dann ihre eigenen Ideen mit einbringen, damit halt die Schüler auch mehr an Sachen, was die Schule halt auszeichnet, teilhaben. Und als viertes würde ich auch mehr Feste einführen. Ich meine, momentan ist es zwar nicht so wirklich möglich, aber wenn es dann wieder möglich ist, halt, dass wir zum Beispiel auch wieder den Spendenlauf haben, der auch irgendwie verloren gegangen ist, und dass wir vielleicht auch wieder, dass wir vielleicht auch so Feste einführen, wie zum Beispiel ein Sommerfest, wo wir einfach vor den Sommerferien uns einfach alle mal zusammensetzen, grillen, also die ganze Schule meine ich damit, und dass halt der Erlös dann in die Schulkasse geht, dass davon dann auch Sachen erneuert werden können. Und vielleicht auch noch ein Weihnachtsfest, dass wir uns dann zusammen vielleicht Kinderpunsch, also dass wir uns dann zusammen hinsetzen, Kinderpunsch trinken und halt uns einfach schöne Tage machen. Falls ihr diese Sachen auch interessant finden würdet, dann wählt mich. Finden in Deutschland ja bald die Bundestagswahlen statt. Doch nicht nur die finden hier statt, sondern auch unsere Schülersprecherwahlen. Und wir haben uns dazu entschieden, als Team zusammen anzutreten. Ich bin Paulina Albrecht und 16 Jahre alt. Ich bin Henry Piche und 15 Jahre alt. Und wir gehen beide in die 10a unseres Gymnasiums. Genau, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, treten wir als Team für die Schülersprecherwahl an. Das hat einerseits den Grund, dass wir uns schon sehr lange kennen und sehr gut als Team zusammenarbeiten können. Und andererseits hoffen wir, dass wir so verschiedene Interessengruppen, also sowohl Jungen als auch Mädchen, vertreten können. Und dass wir die Entscheidung, die wir als Schülersprecher treffen, dann besser durchsetzen können. Aber natürlich haben wir auch einige Ziele. Und wir wollen einerseits natürlich die Interessen der Schülerschaft, also von euch, durchsetzen und uns für eure Meinung stark machen. Genau, dann haben wir uns noch vorgenommen, definitiv weiter uns dafür einzusetzen, dass wir Technik und Tablets, Computer im Unterricht benutzen dürfen. Und genau, das ist vor allem in der momentanen Situation extrem wichtig und dafür wollen wir uns definitiv einsetzen. Ein weiteres Ziel von uns wäre, dass wir die Sitzgruppen außerhalb der Schule erneuern wollen und auch Freizeitbeschäftigungen für die Pausen sowohl im Schulhaus, wo wir zum Beispiel gerade im Abi-Club sitzen, als auch außerhalb zu erneuern und anzuschaffen. Genau, wir werden sehen, wohin uns diese Reise führt und freuen uns auf eure Stimme. Tschüss! Tschüss! Vertreten und mich für diese einsetzen zu können. Ich möchte, dass sich jeder an unserer Schule wohlfühlt und somit eine Umgestaltung der Klassenräume sowie der Aufenthaltsräume neben der Cafeteria ermöglichen. Außerdem möchte ich, dass alle Wünsche und Ideen bestmöglich umgesetzt werden können und sich jeder Schüler an unserer Schule einbringen kann. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut einfach ans Whiteboard an unserer Schule. Hallo, aber Anna.
mein Name ist Leonard Rose und das ist meine Bewerbung als Schülersprecher. Warum solltet ihr mich wählen? Ich möchte mich vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Schule engagieren, aber natürlich auch für die Schule. Es ist mir wichtig, die Arbeitsatmosphäre für die jetzigen, aber auch für die zukünftigen Schüler weiter zu verbessern. Meine Ziele sind vor allem, auch die Projekte der vorherigen Schülervertretung fortzusetzen. Des Weiteren würde ich mich, um mit euch in einem Austausch zu stehen, einmal die Woche eine Art Sprechstunde anbieten, in der ihr mir eure Probleme, eure Anliegen, aber auch eure Neuerungen oder Anregungen gerne mitteilen könnt. Vor allem werden diese Anregungen und Ideen nützlich sein für unser bald stattfindendes 100-jähriges Jubiläum am Haus 1. Außerdem möchte ich den Fasching für die Klassen 5 bis 7 wieder einführen, da das früher sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer immer ein sehr großer Spaß war. Ich möchte aber auch die Räume und auch den Abi-Club weiter renovieren bzw. sanieren, sodass wir bald in einer viel moderneren Schule Unterricht erhalten dürfen. Außerdem setze ich mich dafür ein, dass das Spaßsportfest sowie andere Feste jährlich oder mehrmals jährlich wiederholt werden, sodass wir auch außerschulisch viel Spaß haben werden in der Schule. Auch bei den Wahlpflichtfächern möchte ich etwas verändern, denn alle Schüler sollen, bevor sie ein Wahlpflichtfach wählen, die Möglichkeit haben, dieses Wahlpflichtfach in einer Art Probestunde eine Stunde lang zu besuchen und so für sich selber festzustellen, ob sie dieses Wahlpflichtfach besuchen möchten. Und als letztes Ziel, aber nicht als letztes Ziel auf meinem Plan, soll die Digitalisierung am EIG erfolgen. Das heißt genau, dass wir nach und nach immer mehr Tafeln durch moderne Whiteboards ersetzen, vor allem funktionierende Whiteboards. Des Weiteren soll jede Schülerin und jeder Schüler ein mobiles Endgerät erhalten, mit dem er im Unterricht arbeiten kann. Natürlich sollte keine Schülerin und kein Schüler zur Digitalisierung gezwungen werden. Wer weiter auf sein Papier schreiben möchte, kann dies gerne tun. Machen wir unsere Schule zu einem Ort, an dem man sich auch jenseits des Unterrichts gerne aufhält. Dies können wir erreichen, indem wir vor allem eure Ideen weiter in die Schülervertretung einbauen und auch eure Ideen weiter in die Schulleitung mit einbringen. Denn nur so können wir das EAG neu gestalten. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Für weitere Informationen schaut gerne am Whiteboard nach. Dankeschön.